Yeah, I wanna get the Rari, but I know it takes some time. Skrskr. Pre-roll, shut it, light it up, you know you're fine. Low fire with my fire. Hey, Freunde! Na, Leute? Wollt ihr wissen, was in dem Paket drin ist? Ja? Jump Club! Nein, Spaß, Leute. Also das soll jetzt hier ein richtig ernstes Video werden. Ich muss nämlich eine Kamera vor... Also was heißt, ich will eine Kamera vorstellen. Da muss ich mal ein bisschen seriöser sein hier. Also wie ihr seht, es geht hier heute in dem Video um eine Actioncam. Aber ich fühle mich jetzt einfach wie ein YouTuber. Jetzt bin ich echt angekommen als YouTuber. Emoji, du Spast, du machst jetzt nur noch Werbung. Nein, Leute, mach ich nicht. Das soll auch gar nicht hier irgendwie so rüberkommen, als würde ich euch da was andrehen wollen. Ich habe die Kamera noch nicht getestet. Wenn die scheiße ist, dann sage ich das. Ich bin aber echt mal gespannt, weil ich glaube, diese billigeren Varianten von GoPro sind nämlich gar nicht so schlecht, weil bei GoPro zahlt man nämlich oft für den Namen. Ja, Leute, da würde ich einfach sagen, wir fangen direkt mal an mit dem ganzen Zeug hier. Ich muss dazu sagen, ich habe das noch nicht ausgepackt. Also es ist jetzt das erste Mal, dass ich das Ganze hier auspacke. Komm, geh auf! So, Leute. Leg dich ins Knie, Folie! Also, Leute. Okay, das Ding kann man schon mal abnehmen. Da ist nur die Frage, ob ich das einfach rausreiß. Ah, okay. Ich hoffe, ihr seht es auch alles mit meiner Kameraperspektive. Ich habe schon wieder mein sexy Stirnband an. Ich glaube, ich muss das hier einfach mal rausreißen. ich mache das einfach hier mit dem Stift auf. Zack! Und zack. Also die Kamera legen wir jetzt erstmal hier zur Seite. Ich schaue jetzt erstmal, was hier noch so für Zubehör mitgeliefert wurde. Das ist wahrscheinlich eine Abdeckung, einfach so eine zweite Abdeckung. So, hier haben wir noch ein paar Halterungen. Das sind diese Klebepads. Hier dann einfach an der, ich kann die mal auspacken. Die klebt ihr dann einfach an euren Helm dran. Und könnt dann, müsste noch eine andere Halterung sein und könnt dann eben die Kamera, wenn hier noch so eine Halterung dran ist, hier so reinschieben. So, was haben wir denn noch hier Schönes? Das ist gerade wie Weihnachten hier. Ah, okay, das ist das USB-Kabel. Genau, das ist nochmal so eine Halterung. Was sind krass viele Halterungen sind dabei. Halterung. Halterung, Halterung. Oh, was ist das? Sag jetzt nicht, das ist ein Stirnband. Ah, okay, nee, das sind auch so Befestigungs. Leck mich am Arsch. Okay, Halterung, Putztuch, nochmal Klebepads. Hier ist der Akku, den brauchen wir dann auch gleich. Aber es kann sogar sein, dass da schon ein Akku drin ist. Egal, schauen wir dann gleich. Hier ist die Beschreibung von der Kamera mit den ganzen Funktionen. Fick dich ins Knie. Und hier haben wir nochmal so Kabelbinder. Das ist, glaube ich, sowas ähnliches. Einfach zum Befestigen. Okay, Schachtel ist leer, Leute. Alter, gönnt euch das mal, wie viel hier ist. Also schon mal mega gut. Mega viel Zubehör ist dabei. Tut mein Kopf schon wieder so weh, weil das Stirnband einfach so reindrückt in meinen Kopf. Okay, jetzt zur Kamera. Ja! Ah, hier steht jetzt No Card. Okay, das ist egal. Also, No Card, hier ist keine SD-Card drin. Die kann ich ja dann nachher reinmachen. Akku hat das Ding schon. Das heißt, ein Akku ist drin. Das heißt, dass zwei Akkus mitgeliefert werden, was auch echt nice ist. Okay, also ich habe die Kamera mal aus dem Gehäuse rausgenommen. Ich mache mal die ganzen Folien hier schon mal ab. Weil ich will später auf jeden Fall noch fahren. Das Problem ist bloß, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, es hat geschneit. Es ist nicht so nice, jetzt mit dem Motorrad zu fahren. Okay, jetzt zur Kamera. Ich werde jetzt nicht allzu viel sagen, also ich will jetzt hier nicht jede Funktion durchgehen, weil es ja auch irgendwie voll langweilig ist. Also wir haben hier vier Knöpfe. Einmal hier ausschalten. Hier ist dann der Knopf für die Aufnahme, also wenn man eine Videoaufnahme startet. Und hier habt ihr eben diese Pfeiltasten, um eben zum Beispiel in den Einstellungen zu switchen. Hier Einstellungen. Genau, hier könnt ihr dann eben eure ganzen Sachen einstellen. Ich würde sagen, ich fahre jetzt einfach ein bisschen.
Motorrad wird kritisch, weil es echt kalt ist. Vielleicht fahre ich jetzt irgendwie im Auto oder so, dass ihr einfach seht, wie die Qualität von der Kamera ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, Leute. Jo Leute, hier bin ich wieder. Ich bin jetzt doch Motorrad gefahren. Es war zwar arschkalt, aber ich dachte mir so, scheiß einfach drauf. Ihr habt ja gerade die Aufnahmen gesehen von der Kamera. Ich habe es mir auch gerade angeschaut. Man muss halt ganz klar sagen, ja, natürlich kommt es nicht an die Qualität von der GoPro ran. Man muss dazu sagen, ich habe jetzt auf 1080p gefilmt. Man kann es auch auf 4K machen. Normalerweise nehme ich ja mit meiner GoPro auf und da filme ich meine Videos auch mit 1080p. Und wenn man die zwei halt jetzt eben vergleicht, dann muss man schon sagen, dass hier die Qualität schlechter ist. Aber für alle Leute, die sich jetzt sagen so, ja, ich will auch einfach mal ein paar Videos machen beim Motorradfahren oder beim Skifahren oder was auch immer ihr machen wollt, ist es auf jeden Fall nicht verkehrt, die Kamera zu kaufen, weil man einfach sagen muss, dass es im Vergleich zur GoPro viel, viel billiger ist. Ich meine, ihr müsst überlegen, ihr zahlt hier 80 Euro für die Kamera, für zwei Akkus, für das ganze Zubehör. Weil ich kann mich noch erinnern, ich habe für meine GoPro mit dem ganzen Zubehör, mit diesem Adaptern und dem ganzen Scheiß direkt mit Akkus und was weiß ich, habe ich fast 600 Euro gezahlt und hier habt ihr es halt alles dabei für 80 Euro. Also falls ihr jetzt sagt, mir taugt die Qualität von der Kamera, für den Preis ist es optimal, dann könnt ihr gerne in meine Beschreibung schauen. Da ist der Link von der Kamera drin. Ich habe in meiner Beschreibung noch einen Gutscheincode, der steht dann unter dem Link drunter. Und mit dem Gutscheincode bekommt ihr die Kamera ein bisschen billiger. Yes, genau, Leute. Dann würde ich sagen, basta es. Amena sorte gött. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Peace.